So, jetzt fängt die letzte Aufgabe Nummer 8 an um das September-Matura. Gewinnspiele. Bei den in dieser Aufgabe behandelten Gewinnspielen wird ein fairer Spielwürfel geworfen, bei dem die Augenzahlen 1 bis 6 jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Würfelergebnis auftreten. Also so ein ganz gewöhnlicher Würfel. Gut. Dabei wird der Spielwürfel zweimal hintereinander geworfen. Bei zweimaligem Werfen eines Spielwürfels gibt es 36 mögliche Würfelergebnisse. Naja, sozusagen 6 vom einen multipliziert mit den 6 vom anderen. Also 6 mal 6, 36 Möglichkeiten. Vervollständigen Sie die nachstehende Tabelle durch Eintragen der entsprechenden Zahlen. Also ich habe es jetzt anders geschrieben, die Tabelle nämlich senkrecht. Also wenn die Augenzahl beim zweiten Wurf kleiner sein soll, dann gibt es 15 von diesen 36 Möglichkeiten. Augenzahl, zweiter Wurf kleiner, also erster Wurf 5, der zweite 4 oder 3 oder was auch immer, sind hier 15 Möglichkeiten angegeben. So, jetzt soll ich ergänzen, beide Augenzahlen gleich. Naja, was heißt das? Es kann nur sein 1, 1 oder 2, 2 oder 3, 3 und so weiter bis 6, 6. Sechs Möglichkeiten. So, jetzt kommt der Trick. Augenzahl, zweiter Wurf größer. Naja, das ist fast das Gleiche. Aber wenn ich hier 5, 4 habe, dann nehme ich hier 4, 5. Also muss das die gleiche Anzahl sein. Außerdem, Kontrolle wäre 15 und 15 ist 30 und 6 ist 36, weil alle Möglichkeiten müssen dann hier in der Summe vorkommen. Super. So, jetzt sollen wir als zweites berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahl beim zweiten Wurf kleiner als beim ersten Wurf ist. Zweiten Wurf kleiner, okay, die Wahrscheinlichkeit. Na gut, haben wir da Anzahl, machen wir da die Wahrscheinlichkeit. Naja, ich muss durch die Gesamtanzahl dividieren. Also hier einfach 15 durch 36. Oder hier hätten wir 6 durch 36 und hier hätten wir wieder 15 durch 36. Das wären die Wahrscheinlichkeit. Die Summe ist dann unten 1. Anders als wie vorher. Gut, okay. Wieso brauche ich noch was bei der Tabelle? Weil die wollen noch was. Wir wollen noch ein Spiel spielen. Folgende Bedingungen gelten für ein Spiel. Ist die Augenzahl beim zweiten Wurf kleiner als beim ersten Wurf, so gewinnt man 5 Euro. Ist die Augenzahl beim zweiten Wurf größer, so gewinnt man 3 Euro. Und sind die beide Augenzahlen gleich, so verliert man minus 10 Euro. Okay. Berechnen Sie den Erwartungswert für den Gewinn in diesem Spiel. Aha, Erwartungswert heißt, ich muss also jetzt die Summe xi mal den pi rechnen. Ja, das sind die Wahrscheinlichkeiten und das sind jetzt die xi. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass also die Euro xi sind hier. Aber ich muss jetzt einfach 5 mal 15, 36, 5 mal 15, 36, dann minus 10 mal 6 36 und plus 3 mal 15 36 und die Summe bilden. Und die Summe ergibt dann, wenn ich es ausrechne, 1,66. Auch wieder Euro. Und das ist also der Erwartungswert, der hier verlangt ist. Also ich erwarte mir rund 1,66 Euro Gewinn bei dieser Art von Spiel. Da muss ich also zweimal werfen und dann habe ich hier einen Gewinn oder eben halt einen Verlust, aber im Mittel eher einen Gewinn. Gut, passt. Ja, es geht weiter mit einer komischen anderen Spiel B. Im Folgenden sind die Wahrscheinlichkeiten einer Zufallsvariablen x für ein anderes Gewinnspiel dargestellt. Die Zufallsvariable x gibt dabei die größte geworfene Augenzahl beider Würfel an. Okay, das heißt, Sie haben aufgeschrieben, p von x ist gleich 1. Naja, da kommt nur der Würfel 1, 1 vor. Und das ist also die Wahrscheinlichkeit ist 1 von 36, weil nur eine Möglichkeit gibt.
P von x ist gleich 2. Kommen also die Würfe 2, 1, 1, 2 und 2, 2 vor. Das sind insgesamt 3 Möglichkeiten von den 36. Dann gibt es noch AP von x ist gleich 3. Da kommen dann die 3er vor. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3 und 1, 3. Gibt es also 5 von 36 Möglichkeiten. So. Jetzt steht da, die obigen Wahrscheinlichkeiten bilden eine arithmetische Folge. Zeigen Sie dies für die ersten drei Glieder, also P, X ist 1, 2 und 3. Naja, für die arithmetische Folge muss sein, dass ich also immer das Gleiche dazu addiere. Was muss ich denn hier von einem zum nächsten dazu addieren? Ja, von 1 auf 3 sind es also 2 36. Und von 3 auf 5 sind es auch 2 36. Ja, und das nennt sich dann das D oder das K. In dem einen Fall nennen sie das D, im anderen nennen sie das K. Also das, was hier immer dazu kommt. Jetzt kann ich ein rekursives Bildungsgesetz dieser Folge aufstellen. Aha, wie geht's das? Also, rekursiv a n plus 1 ist gleich an plus, naja, eben genau die 2 36. Das ist also hier das K. Passt? A1 sollte ich auch noch dazu schreiben. A1 ist also 1,36. Dann hätten wir das rekursive Bildungsgesetz. Das war erstens, zweitens, drittens. Was wollen wir jetzt? Stellen Sie im nachstehenden Koordinatensystem die zugehörige Wahrscheinlichkeitsfunktion als Säulendiagramm dar. Als Säulen. Okay. Also im Prinzip muss ich also jetzt hier Wahrscheinlichkeiten und dann Säulen darstellen. Naja, schnell gedacht. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und es steigt halt immer. Das heißt, beim einen, so, das muss man daher schreiben, 1,36. Und daher haben wir dann die Säule bis da hinauf. Wobei die Säule jetzt auch so sein kann. Entweder nur ein Strich oder so. Säule sollte eigentlich nur ein Strich sein. Okay. Dann haben wir 2, 3, 36. Das heißt, die zweite Säule geht so hinauf. 4, 5, die nächste Säule muss da hinaufgehen. 6, 7, da geht die Säule darauf. 8, 9, da geht die Säule da hinauf. Und dann noch 1 für 11. Da haben wir 9, 36. und 11, 36. Okay, so müsste das dann ausschauen. Ja, passt.